Eine Hürde musste noch übersprungen werden auf dem Weg ins Landespokalfinale. Der TBS Flensburg, Vierter der Flens-Oberliga, empfing den Spitzenreiter der Regionalliga Nord, den VfB Lübeck. Dessen Trainer Rolf Lander würfelte sein Team ein wenig durch. Unter anderem Publikumsliebling Benjamin Gommert kehrte zwischen die Pfosten zurück. 900 Ligaminuten saß er zuletzt auf der Bank. Sein letzter Einsatz im Pokalviertelfinale am 21. August. Neben Gommert vier weitere neue beim VfB im Vergleich zum 4:0-Sieg in der Liga über Hannover 2. Zum Beispiel er hier, Corvin Bock. Der Titelverteidiger mit seriösem Auftritt gegen den Klassentieferen und Flensburg legte sich selbst die Steine in den Weg. Aslan frei vor Radmann, der hatte die Patsche noch dran und trotzdem hieß es 0:1 nach 12 Minuten. Auftakt nach Maß für den Favoriten Flensburgs Nikolai Vosgerau. Der Unglücksrabe verlängerte mit dem Kopf, dann merkt er sofort, das war nicht so optimal. Aslan behielt bei seinem zweiten Pokaltreffer dann kühlen Kopf im 1:1. In der 27. Minute kam Lukas Reda ins Spiel. Gommert oben am Bildrand verletzte sich nach einem Zusammenprall am Sprunggelenk. Nach über 2 Monaten mal wieder die Chance für ihn nutzen konnte er sie nicht. 37. Minute. Flensburg köpfte die Ecke ab und Heunz sagte sich, Freunde, macht was draus. Oder besser gesagt, Deichmann, mach was draus. Wie frei war der denn? 0:2. So kann man als Außenseiter den Pokalfight ganz einfach aus dem Weg gehen. Das erste eingeleitet und beim zweiten aber mal gar keine Zuordnung. Auch Radmann im Tor machte nicht die allerbeste Figur. Der TSB suchte an Halloween dringend nach dem Schreckmoment, um wach zu werden. Lübeck wenig schreckhaft, dafür mit der Steilvorlage für Lass. Reda dran, Ball zappelte am Außennetz. Björn Lass mit der ersten Offensivszene und die zweite leitete er gedankenschnell ein. Eckball sofort Richtung zweiter Pfosten. Und Timo Carstensen musste da doch eigentlich reinfliegen, machte er nicht. Lübeck führte zur Pause 2:0. Aber wer unter den 500 Zuschauern jetzt dachte, das war's, der sollte sich täuschen. Flensburg hatte noch einen Fuß drin im Kampf ums Finalticket, weil Lübeck in den Verwaltungsmodus schaltete und die Quittung bekam. Pannholzer an die Latte, aber da kam ja noch Carstensen, dieses Mal energischer mit dem Kopf, Anschlusstreffer für Flensburg und noch über eine halbe Stunde Zeit. Reda zunächst überragend, Carstensen dann mit Pokaltreffer Nummer 2. Der VfB hing jetzt in den Seilen. Flensburg mit Butzek und wieder Reda. Szene blieb heiß. Nochmal der Ball in die Mitte und jetzt mal alle Augen auf Carstensen. Vor Schmerz am Boden, dann blitzschnell wieder oben mit dem linken. Knapp vorbei. Der rechte, der schmerzte noch ein wenig. Lübeck schaffte wenig Entlastung nach vorne im zweiten Durchgang, aber ein Spitzenteam schnürt den Gürtel halt zu, wenn die Hose richtig rutscht. Nicolas Hebisch beendete alle Träume vom TSB und das artistisch. Ein Weltklasse-Tor hiefte den VfB Lübeck endgültig ins Finale. Am Ende ein ganz hartes Stück Arbeit. Flensburg tat dem VfB weh, verpasste es aber, den amtierenden Pokalsieger richtig zu ärgern. Ja, das oberste Ziel war weiterkommen. Wer die letzten Tage Pokal verfolgt hat, weiß, dass sich die Mannschaften, die favorisiert waren, alle schwer getan haben. Wir haben uns teilweise auch schwer getan. Ich bin froh, dass, ja, verletzungsfrei ist jetzt keiner, aber dass, ich glaube, nichts Schlimmes dabei ist, weil hier ging es heute nur auf die Knochen. Ich weiß nicht, was die vorher gesagt bekommen haben oder ob die uns einfach nur wehtun wollten und gar nicht weiterkommen wollten, aber ging nur auf die Knochen. Wie gesagt, oberstes Ziel war, dass wir weiterkommen. Das haben wir geschafft, auch verdient meiner Meinung nach. Der VfB Lübeck hat nun also erneut die Chance, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Im Finale gegen den SV Todesfelde, der überraschend weiche Flensburg aus dem Wettbewerb warf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.